Ich möchte bitte weiterhin über Sportlichkeit sprechen, Margot. Ja. Ich möchte sprechen über Stil. Ja. Ich habe neulich Peter Altmaier auf dem Fahrrad an mir vorbeisehen sehen. Und zwar, ich möchte es dir gerne erzählen. Und zwar, ich war am Kurfürstendamm vor Saturn. Das ist da so am Breitscheidplatz. Und dann stehe ich da so und gucke mein Smartphone und schaue wieder, wie viele Instagram-Likes ich habe. Ganz kurz, bevor wir wieder massenhaft Nachrichten bekommen, Saturn ist natürlich nicht am Kurfürstendamm. Saturn ist in der Townsendstraße. Ja. So, bitte weiter. Oh, du alte Klugscheißerin. Ja, wir kriegen sonst wieder in der nächsten Ausgabe, fangen in einer halben Stunde damit an, deine Fehler hier zu korrigieren. Aber was sind denn das bitte für ZuhörerInnen, die irgendwie diese kleinsten Fehler aufdröseln? Bekommst du wirklich dann so Nachrichten oder ja, was? Ja, wir haben sehr, sehr schlaue Menschen. Da, aber das machst du doch alles selbst. Nein. Du hörst dir doch bestimmt den Podcast später nochmal an und alle Fehler von mir schreibst du raus. Nein, ich höre ihn mir wirklich einmal an, ja, zu gucken, ob er fehlerfrei auch wirklich hochgeladen ist. Das mache ich wirklich am Anfang und dann lasse ich das laufen. Na gut. Ja. Und dann kommen die Nachrichten rein. Ich freue mich über Nachrichten. Gut, also Peter Altmaier, das ist ja unser Sport und sexy. Bundeswirtschaftsminister. Jetzt, was ist er wohl? Was ist er wohl? Wirtschaftsminister. Ja. Okay, ach, gut, hast du gut geraten. Na, Wirtschaftsminister. Ja. Und dann stehe ich da, gucke mein Smartphone und dann auf einmal sehe ich halt einen geräumigen, kahlköpfigen Mann auf einem Fahrrad vorbeistrammeln und ich denke mir so, sag mal, der sieht ja aus wie der Altmaier. Und dann gucke ich dir genauer hin, da war es tatsächlich Peter Altmaier ganz volksnah, ganz nahbar auf einem Fahrrad. Ja. Er war doch sehr erschöpft und schwitzend von der Aktivität und er trug mal Gott. Ja. Ein sehr großes, bunt geblümtes, kurzärmeliges Hawaii-Hemd. Ach süß. Und darunter so eine Cargo-Hose mit so Taschen an der Seite. Weißt du, so eine Survivor-Hose. Aber natürlich in Dreiviertellänge, so wie das alte Herren gerne tragen. Mir, jetzt fehlen eigentlich noch die Sandalen mit weißen und Socken. Genau, ohne Socken. Er trug die Sandalen barfuß. Aber wirklich so alt Herren-Sandalen auch. Und es fehlte nur noch die Herrenhandtasche am Handgelenk. Aber die hatte er nicht. Und da dachte ich mir so, ach, guck an, so sieht also Peter Altmaier aus, wenn er privat mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und ich war kurz davor, ein Foto zu machen, aber so schnell, ich konnte gar nicht so schnell schalten. Ist der so schnell gefahren, ja? An der ist wie der Sausewind an mir vorbei. Großartig, Margot. Er ist ja der Jan Ullrichs der Politik. Ja.